So, für mich ist Weihnachten heute, weil ich meine Bücher kriege, die hier, wie lange lagen die hier? Seit August. Seit August. Seit August. Du bist Buchbindermeisterin. Die meisten Menschen wissen überhaupt nicht, was man dafür können muss. Also wir nehmen hier mal ein Beispiel. Ich habe hier Breves Tierleben bekommen. Dann haben wir hier nachgeguckt. Was nennt man das? Das sind Vorsatzpapiere und Papiere. Also ein Vorsatzpapier ist sowas hier. Ja, genau. Findest du das zu crazy? Nein. Wirklich nicht? Ich finde das super. Ich finde das wirklich gut. Das ist ein Vorsatzpapier und das kommt vor der eigentlichen, sagen wir mal, Seite, wo dann die Schrift draufsteht. Und die waren total in Fetzen, diese Bücher, und dann haben wir uns gemeinsam überlegt, was wir machen. Wie würdest du diese Farbe hier beschreiben? Changierendes Rot? Rot-Schwarz. Rot-Schwarz, changierendes Schwarz. Und das hier sind sogenannte Stege. Wie macht man die? Wie erzeugt man einen Steg? Dreht man da Pappe zusammen und legt die da drunter, oder wie funktioniert das? Wir haben hier eine 5 mm Pappe genommen und diese Stege zurechtgeschnitten und dann auf die Rückeneinlage geklebt. Und wozu dienen die? Ja, man nennt das in der Fachsprache auch unechte Bünde. Und früher hat man das tatsächlich gesehen, weil da die auf diese Bünde oder um die Bünde rum geheftet wurde. Und jetzt ist es eine Zierde, um dieses Alte zu simulieren. Diesen Aufwand betreibt man in der Regel nicht mehr. Wir haben auch schlichtere Materialien. Wir haben zum Beispiel die Bänderschnecken. Eine sehr schöne Arbeit von Schilder und Schilder. Eine wirklich richtig geile Arbeit. Die haben wir ganz schlicht gebunden. Damit könnt ihr auch leben. Oder findet ihr das zu schlicht? Nee, das ist sehr schön. Also du bist eher für die schlichten Sachen, ne? Ja, vor allen Dingen, weil ich das alles machen musste. Und da, wie nennt man sowas hier? So ein kleines Blümchen? Wie heißt das auf Schlau? Also generell? Das ist eine Filete. Eine Filete? Ja. Ist das der allgemeine Begriff oder nur für das Blümchen? Nee, das ist der allgemeine Begriff für die Werkzeuge. Ach so, für die Werkzeuge. Mhm. Und das ist so eine Art Stempel und den habt ihr gekauft, oder du hast den gekauft aus einer Auflösung von einer anderen Buchbinderei. Habe ich das richtig erinnert? Teilweise habe ich Schriften aus Auflösungen gekauft. Das habe ich von dem Vorbesitzer, von dem Herrn Mensch, geerbt. Dürfen wir mal in die Kiste reingucken? Na klar. In die Schriftenkiste. Komm mal, folgt ihr mal. Schriften, oder? Nein, nur eine Schrift, ja. Das sind echte Buchstaben. Sind die aus Blei? Oder aus Metall jedenfalls, ne? Und die müsst ihr hier alle einzeln setzen, wie Schriftsetzer früher, ne? Ja, genau. Ist das deine Lieblingsbeschäftigung? Auf jeden Fall. Besonders, wenn da so viel draufsteht. Man kann das natürlich auch überbrücken, wenn zu viel draufsteht. Also wenn ihr eurer Buchbinderin einen Gefallen tun wollt, dann lasst ihr einfach was ausschneiden und dann kann man es draufkleben. Aber man kann es nicht einfach nur draufkleben, sondern man muss vorher eine Vertiefung machen. Genau, man macht vorher eine Vertiefung. Wie geht das? Da schneidet man eine etwas größere Pappe zu und spannt das dann in die Prägepresse und hängt sich da wie ein kleines Äffchen dran, damit man das nötige Gewicht hat. Und dann ja, wird es... Wusstest du, als du deine Ausbildung gemacht hast, dass du dich mal an eine Prägepresse hängen müsstest? Nein, das wusste ich nicht. Das habe ich hier dann auch tatsächlich nach der Ausbildung das erste Mal gemacht. Sehr, sehr schön. So, und jetzt gehen wir mal zur Prägepresse. Warte mal, ich gehe mal um dich rum, Ines, damit du nicht hinfällst. Und da sitzt Sarahs Mutter und die kennt ein Geheimnis. Nein. Wir fahren uns zusammen, komm mal mit rüber, dann hat deine Mutter nicht so eine Angst. Das ist Sarahs Mutter und sie nähen hier, ne? Wieso muss man Bücher nähen? Ich hefte. Sie heften nicht? Ich hefte. Also Sie machen Löcher da rein? Und dann? Das hier ist ein japanischer Heftrich. Und dann werden da die Löcher vorgebohrt. Das ist bei den anderen Büchern nicht so. Und da ziehen Sie Fäden jetzt durch? So wie man das da sehen kann? Genau. Gehen wir mal ran. Genau. Und dann kann man aber auch richtig nähen. Habe ich das richtig verstanden? Also man kann Bücher auch nähen. Also nicht nur so japanisch heften, sondern auch noch mit Farben nähen. Ja. Wie funktioniert das? Ich kann die Sarah erklären. Sarah, komm mal erklären. Also man falzt Blätter in der Mitte und durch die Lage Mitte wird dann ein Faden gezogen. Darf ich die mal anfassen? Natürlich. Also so zum Beispiel, dann würde man die jetzt so zusammenlegen. Ja, genau. Und durch diesen Knick, durch die Falzmitte, durch die Lage, wird der Faden dann so in Schlangenlinien geführt. Und dann werden die Lagen untereinander verbunden. Genau. Und dazu sind auch wieder diese Bünde, von denen wir eben gesprochen haben, wichtig, damit das nochmal eine zusätzliche... Das Äffchen. Ja, hier ist Bewegung gefordert. Ja, allerdings. Genau, also damit dann die Heftbünde auch nochmal Stabilität geben. Wussten Sie das, bevor die Sarah Sie gebeten hat zu nähen, dass man Bücher nähen muss? Oder war das irgendwie eine Überraschung für Sie? Ne, da habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht. Da macht man sich keine Gedanken drüber. Was ist das hier? Oh, das sind Stege, die für die Seitenwände, die kommen in diese orangenen Kisten.
Ah ja, genau. Das ist unsere morbige Arbeit. Warum müsst ihr da Stege reinbauen? Weil der Kunde das will. Und dann sieht es einfach schöner aus, oder? Nein, die kommen hier an die Seite. Na, da werden die reingesetzt und dann kommt da nochmal so eine ausgeschnittene Platte. Ah, verstehe. Ach, die Nina hat eine fertig. Ah ja, so. Verstehe. Zack. Achso, warte mal. Total cool. Also das heißt, ihr könnt eigentlich alles. Also ihr könnt. Wir können alles. Ihr könnt Stamm. Genau, okay. Also ihr könnt Stammbücher machen. Ihr könnt solche Kisten bauen. Ihr könnt auch für wertvolle Bücher Kisten bauen, wo man das gesamte wertvolle Buch reinlegen kann. Ja. Ihr könnt Gedichtbände, wenn jemand ein Gedichtband haben will und verschenken will. Ja. Genau. Eigentlich wirklich fast alles, ne? Das ist toll. Und du hast gesagt, es gibt nicht mehr so viele Leute, die Buchbinder werden. Stimmt das? Oder die sehr begeistert bei der Sache sind, sagen wir mal so. Naja gut, also es ist ein Handwerksberuf, das ist ja schon Arbeit. Und da die geeignete Person zu finden, ist schon nicht so einfach. Und auch Betriebe, die sich aufs Ausbilden verstärkt konzentrieren, was wir ja jetzt hier nicht so machen, haben Probleme, Nachwuchs zu finden. Was muss ich denn können, wenn ich mich bei dir bewerben möchte und du den Eindruck hast, das könnte was werden? Also welche Eigenschaften müsste ich haben? Also ich denke, man muss schon handwerkliches Interesse und auch im Ansatz ein Geschick dafür haben. Und man muss arbeiten wollen schon, das ist hier schon anstrengend. Man muss das schleppen können, ne? Manchmal ist es auch schwer wahrscheinlich, oder? Die Sachen. Nee, das ist nicht so. Das geht eigentlich. Wenn ihr mal was zum Binden habt, kommt hier vorbei und es sind die schönsten, fantastischen Dinge, aber das könnt ihr euch dann selber angucken. Tschüss, frohe Weihnachten.